Freunde, auch hier ist der Monat schon wieder fast um und ich kann es wirklich nicht glauben. Ich sage jeden Monat, dass dieser Monat schnell vorbeiging, aber der September war wie ein Rinnsal den Berg entlang. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Ich habe heute für euch ein Monatsfavoritenvideo beisammen, denn auch diesen Monat kamen wirklich viele, viele spannende Produkte raus. Oder ich habe Produkte gefunden, die es vielleicht erst jetzt in meine Make-up-Sammlung geschafft haben, aber die definitiv einen Look auf die Produkte wert sind. Und ich dachte mir, wir starten einfach mal damit. Zuallererst hoffe ich, dass es euch gut geht und ihr eine wunderschöne Woche habt oder einen wunderschönen Tag gehabt habt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufmuntern kann. Ich habe es diesmal so ein bisschen anders gemacht. Ich habe ein paar Produkte schon aufgetragen. Jetzt seht ihr es natürlich. Ein paar tragen wir natürlich auch gleich auf, aber ich habe euch das Ganze auch immer so ein bisschen eingeblendet, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das Ganze so in meinem Gesicht aussieht. Falls ich zu den einzelnen Produkten ein Video gemacht habe, verlinke ich euch die in der Ecke. Schlagen wir starten direkt mit dem ersten. Und das ist ein High-End-Produkt und zwar von Huda Beauty. Ich war ehrlich gesagt super, super skeptisch, als ich das gekauft habe, weil ich am Anfang nicht so ganz verstanden habe, warum es so aussieht. Ist es vielleicht nicht die richtige Farbe für mich gewesen? Aber ich muss sagen, es ist phänomenal. Es funktioniert leider meiner Meinung nach bei meiner Hautfarbe nur in Kombination mit Make-up, wohingegen das Magic Vanish von Charlotte Tilbury bei mir auch ohne Make-up funktioniert. Ganz, ganz wichtig. Aber das hier funktioniert nicht so gut mit Make-up. Wenn ihr die Augenringe habt wie ich, dann wisst ihr, da muss man ein bisschen nachhelfen. Und pink oder so pfirsichfarbene Töne korrigieren die Farbe immer sehr, sehr gut. Das ist wie ein Concealer, der ein bisschen wässriger ist als der Huda Beauty Faux Filter Concealer, aber in einer anderen Farbe. Es gibt in, ich glaube, 4 oder 5 Farben. Ich habe die hellste, nicht die zweithellste. Und der ist extrem stark pigmentiert und hinterlässt so einen pinken, pfirsichfarbenen Schein. Ich gehe jetzt mal hier. Ich habe noch so einen kleinen Swatch. Den kann ich damit sehr, sehr gut abdecken. Und der korrigiert die lila Augenschatten. Der hat auch so ein bisschen was Lichtreflektierendes mit drin. Und deckt extrem gut ab. Und der Vorteil von diesem Produkt ist, dass es im Vergleich zu beispielsweise diesem hier von NARS, das ist der Creamy Color Corrector, ich swatche mal daneben, der ist sehr, sehr orange und passt nicht so gut für meine Hautfarbe. Das Problem, was ich mit so sehr stark orangenen Concealern habe, ist, dass meistens dann beim Verblenden von Foundation Concealer alles irgendwie orange wird und du dann aussiehst wie ein Umpa-Lumpa. Deswegen ist so ein Peach-farbener deutlich, deutlich besser und der hält sehr, 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 sehr gut. Du brauchst nichts davon. Meistens, das stört mich ein bisschen bei dem Produkt, dass du halt hier an der Kappe so viel Produkt dran hast. Meistens gehe ich nur mit dem Finger an diese Kappe entlang und habe genug Produkt, um die Augenschatten von mir, meiner Mutter, meinem Vater und meiner Nachbarin abzukaschieren. Sehr, 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 sehr deckend. Es ist recht teuer, aber es hält ewig. Also du brauchst ja wirklich gar nichts davon. Es wird auch deutlich, deutlich länger halten als das hier von Charlotte Tilbury. Das hält bei mir ungefähr 4 Monate. Der wird mehr als ein halbes Jahr halten. Ganz, ganz sicher. Ich verlinke euch alle Produkte, falls ich sie finde, falls ich sie online finde. Ansonsten schaut gerne mal in der Drogerie vorbei. Vieles gibt es davon auch in der Drogerie. Und wenn wir schon beim Thema Augen sind, habe ich was ganz Besonderes für euch. Ihr wisst ja, ich bin ein großer, großer Yepoda-Fan. Gerade das Mist Have ist ein Produkt, was ich jeden Tag benutze, bevor ich mein Make-up mache. Ich habe immer eins vorne im Bart stehen. Ich habe sogar oben eins und das Bart oben benutze ich persönlich eigentlich nicht. Und das spendet super viel Feuchtigkeit. Bei Yepoda findet ihr koreanische Hautpflege, made in Korea, alles vegan und cruelty-free. Und es gibt eine tolle Aktion, denn es gibt aktuell ab einem Einkaufswert von 69 Euro und mein Rabattcode gilt, eins meiner liebsten Produkte gratis mit dazu. Und zwar ist das die The Ice Cream. Das ist eine vegane bzw. pflanzenbasierte Schneckenschleimcreme. Ihr kennt mit Sicherheit dieses Produkt. Tolles Produkt, ist aber nicht vegan. Und das hier ist nochmal als Augencreme dafür gemacht. Ich habe sie euch auch aufgetragen. Hier ist nämlich Koffein drin, was gegen geschwollene Augen hilft und so ein bisschen die Augenringe mildert. Und ihr habt dadurch eine gesteigerte Blutzirkulation. Also wird das Ganze schnell gepufft und richtig schön frisch. Und dieses Phytomucin, also dieses vegane Schneckenschleim, spendet einfach unglaublich viel Feuchtigkeit und sorgt für so eine elastische Struktur der Haut, spendet effektiv Feuchtigkeit und sorgt auch für so eine Verlangsamung der Hautalterung.
mein Vorteil ist einfach, oder warum ich sie so gerne mag, ist, weil sie so phänomenal unter Make-up funktioniert. Du brauchst davon wirklich nur eine ganz, ganz kleine Menge. Ich gehe mal hier rein. Die ist sehr, sehr sticky. Und du siehst richtig, wie sie so kleine Fäden zieht, wie dieser vegane Schneckenschleim. Und dann klopfst du dir die ein, wartest 5 Minuten und dann ist die Haut richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Gerade wenn ihr das Problem habt, dass Concealer bei euch super, super schnell in die Fältchen rutscht. Oder es oft so ein bisschen cakey unter euren Augen aussieht, also so trocken und krustig, ist das die Lösung. Was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr beispielsweise sagt, okay, ihr tragt beispielsweise gar kein Puder, dann nehmt ihr das und mischt das so ein bisschen mit eurem Color Corrector zusammen und habt eine deutlich, deutlich weichere Textur, mit der ihr einfach die Haut richtig schön pflegen könnt. Ihr habt die Vorteile von der Skincare, ihr habt aber auch dieses Abschwellende und dieses Feuchtigkeitsspende. Das gibt's gratis mit dazu, ab 69 Euro Mindestbestellwert. Schaut euch gerne mal bei Jepro da so ein bisschen um. Ihr könnt euch das ganze Set bestellen. Mein Rabattcode gilt da natürlich drauf, ne? Also Rabattcode plus gratis Produkt. Eine Sache wollte ich euch noch empfehlen, die habe ich euch selber hier so noch gar nicht vorgestellt. Ich konnte sie lange Zeit nicht testen, weil ich recht selten wirklich Pickel kriege. Wir erinnern uns alle an die letzten Wochen. War wild, es war wirklich wild. Ich hatte gefühlt einen zweiten Kopf. Und da hat mir der The Spot Stop sehr, sehr gut geholfen. Hier ist nämlich AHA, PHA und Teebaumöl mit drin. Und ihr kennt das Teebaumöl, ist so ein Produkt aus meiner Jugend. Ich liebe den Geruch. Und das ist auch so ein bisschen gelig. Ich habe das einfach auf den Pickel getupft, so ein bisschen einmassiert und dann mit meiner Blaulichtmaske gearbeitet. Und der Pickel ist deutlich, deutlich schneller weggegangen. Beruhigt. Also die Haut war nicht mehr so rot. Es hat nicht mehr so gespannt, weil natürlich auch durch die Feuchtigkeitsspende da drin das sehr, sehr gut ist. Also falls ihr wirklich zu Unreinheiten neigt, probiert das gerne mal aus. Ansonsten wollte ich euch einfach nur sagen, dass meine liebste Augencreme gerade gratis mit dazu ist. Schaut da gerne einmal vorbei. Ich verlinke euch unten einmal alles. Da findet ihr alle Informationen und ich würde vorschlagen, wir hüpfen auch direkt zur Foundation. Ich glaube, ihr habt das Video jetzt schon gesehen und es ist unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert, weil ich ja, ne, ihr kennt mich, ne? Ich habe hier, mein Tisch sieht hier aus wie, sieht wild aus hier, weil hier alles rumsteht. Ich habe so viele Sachen hier, die ich probiere immer irgendwie zu testen und zu schauen, mag ich das, in welcher Kombination funktioniert das. Aber seitdem ich diese Foundation habe, geschickt bekommen habe, ich habe keine andere Foundation mehr getragen im Alltag. Wenn ich auf ein Event gegangen bin, habe ich die Neo Makeup Foundation getragen, weil sie einfach super, super lange hält. Und ich weiß, da kannst du 4 Tage mit durch die Gegend rennen. Aber das Dew Shield von Mesauda ist ein absoluter Gamechanger für mich gewesen. Gestern gerade erst wieder. Wir haben, ihr habt es vielleicht mitbekommen auf Instagram, wir haben hier große, große Probleme mit dem Haus gehabt, dass die Alarmanlage nachts ausgelöst hat. Wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Wasser, es war alles wild. Und wir hatten viele, viele Handwerker hier, die einfach den ganzen Tag hier waren und ich hatte kaum Zeit, mich zu schminken. Ich hatte kaum Zeit, Videos zu drehen und ich habe einfach morgens dieses Schätzchen hier genommen, in die Hand gegeben, mit meinen Händen verteilt. Bin dann mit dem Under Eye Corrector langgegangen und habe einfach den ganzen Tag mir nicht mehr in den Spiegel geschaut, bis zum Abend hin und ich sah abends genauso aus wie morgens. Mit einem ultra phänomenalen Glow, der einfach aussieht wie Haut. Ich habe keine Ahnung, wie sie es hingekriegt haben. Wirklich, ich habe noch nie eine so perfekte Glowy BB Cream / Foundation getestet. Ich habe seither nichts anderes mehr benutzt. Ihr habt das Video gesehen, ihr habt mitbekommen, wie umgehauen ich war. Absoluter, absoluter Gamechanger für mich gewesen. Möchte ich nicht mehr drauf verzichten. Ich habe die 102 und die 103. Ich mische mir beides zusammen. An der Shade Range könnte man so ein bisschen arbeiten. Ich würde mir gerne noch eine ein bisschen rosy wünschen von Mesauda, kannst du dir aber mit ein bisschen Liquid Lipstick selber anmischen. Also das ist kein Problem. Bei, glaube, 22 Euro kostet die ohne Rabatt und mit dem Rabatt sind es dann, lass es 20 Euro sein oder 18 Euro. Hier sind 40 Milliliter drin, das ist noch mehr als eine übliche Foundation und das ist einfach ein absoluter Gamechanger. Also ein so geniales Produkt habe ich schon lange nicht mehr getestet und liebe ich wirklich sehr. Ich habe 2 Bronzer. Einer, der ist nicht neu, und zwar ist das der Make-up bei Mario. Das ist so schwierig, weil es ist ja auch nicht so wirklich ein Bronzer. Das ist der Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Ich habe ihn in der Farbe Light. Hit the Pan, habe ich schon Ewigkeiten. Habe ich mir damals aus Amerika bestellt. Sehr, sehr teuer. Mittlerweile gibt es Make-up bei Mario ja auch in Deutschland bei Sephora. Das ist, ich verstehe es noch nicht ganz, das ist wie so ein Gel. Und es sieht erstmal so ein bisschen farblos aus und dann blendest du das ein
Und das wirft wie so eine pudrige Textur, aber nicht trockenpudrig, sondern es fixiert sich einfach von selbst. Es blendet sich auch so ein bisschen ins Nichts, aber du hast trotzdem diesen gebräunten Effekt. Auch in Kombination hiermit, weil sie von der Textur her sehr, sehr gleich sind. Und das hält. Ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Das ist ein so krasses Produkt, was ich damit gemacht habe, weil es ist super, super schwierig, euch Texturen zu erklären, wenn ihr sie nicht kennt. Du kannst sogar mit einem Blendepinsel da reingehen und das als Lidschatten benutzen. Und je nachdem, mit welchem Pinsel du das benutzt, hat das Produkt auf der Haut im Gesicht nochmal mehr Pigment als vorher. Du kannst damit so ein bisschen deine Nase konturieren. Du kannst damit alles machen, ohne dass es beschwert aussieht. Und gerade für die Mäuse, die vielleicht nicht mehr 14 sind, die sagen, die Haut ist vielleicht ein bisschen trockener, ein bisschen texturierter, hat ein bisschen mehr Herausforderungen als eine sehr junge Haut, könnte das was sein, weil es so leicht ist. Also es ist so leicht, dass es ist wie Wasser. Sobald du es berührst, ist es wie Wasser, wie ein Gel schon fast. Ein phänomenales, phänomenales Produkt. Ich tue mich ja immer ein bisschen schwer, euch teure Produkte zu empfehlen. Es ist ein bisschen teurer, aber im Cost per Wear, also wie viel kostet es, es zu tragen, geht das dann schon wieder. Und es ist halt einfach eine Textur, das ist so ein bisschen tricky, weil die Drogerie hat sehr, sehr gute Produkte, habe ich gleich was hier. Aber manche High-End-Brands haben einfach noch neue Texturen, die es noch nicht als günstigere Alternative gibt. Das ist so eine Textur. Was ich noch gefunden habe, im selben Atemzug wie die Foundation, ist der Misauda Skin Matte. Auch hier schwierig zu erklären, weil es ist wie ein Cremeprodukt. Sobald du es berührst mit deinem Finger, schmilzt es zu einer Creme. Du kannst es aber, und das mache ich am allerliebsten, mit einem Puderpinsel auftragen. Und das habe ich noch nicht erlebt. Geh da rein und dann nimmt der Pinsel das Produkt anders auf. Und schaut mal, wenn ich das hier so daneben blende, dass ich eine ganz andere Textur habe. Und dann ist es sofort in dieser pudrigen Textur. Es lässt sich unglaublich gut aufbauen und es hält. Auch hier. Du brauchst kein Puder. Ich weiß, dass Leute kein Puder benutzen. Ich bin im Moment ein großer weniger Puder-Fan. Ganz verrückt. Ich weiß nicht, woran es liegt, an meiner Haut, an meinem Wunsch, das weniger zu haben. Großartiges Produkt. Deutlich günstiger als von Mario. Ist ein bisschen schwerer, wenn du es mit einem Cream Brush aufträgst. Du kannst es auch mit so einem etwas fester gebundenen Pinsel auftragen und dann punktuell, dann hast du sehr, sehr viel Pigment. Oder du nimmst einfach hier so einen Puder Brush und hast wie ein Bronzing Puder. Ganz komisch, unglaublich schwierig, das zu erklären. Müsst ihr ausprobieren. Ich habe noch einen Blush, den habe ich eben noch nicht aufgetragen. Den möchte ich gerne mit euch jetzt auftragen. Und zwar ist das der von MAC. In 3 Tagen seht ihr ein Tops und Flops. Und da ist ein MAC-Produkt mit drin, leider. Aber wir haben diesen Blush hier. Das ist der Fairly Precious Extra Dimension Blush. Und den in Kombination mit diesem warmen Bronzer von Misauda oder Mario gibt so eine richtig herbstliche Atmosphäre auf die Wangen. Der ist ultraschimmernd, ne? Also wenn du keine Schimmerprodukte magst, ist nicht unbedingt das. Aber der ist so schimmernd, dass du den Highlighter sparst. Und der ist nicht dunkel, aber so ein bisschen dunkel und ein bisschen kühl, aber auch nicht so richtig kühl. Und wenn du, das ist verrückt, ne? Im Moment, ich bin so anti-Make-up, aber nicht anti-Make-up, weil ich keine Lust auf Make-up habe, sondern ich bin anti-100-Schritte-Make-up. Soll schnell gehen, maximal 10 Minuten, soll reichen. Dann probiere ich so Schritte so ein bisschen zusammenzufassen. Blush und Highlighter und so ein bisschen als Kombination zwischen Bronzer und Contour. Geht einfach schnell, sieht frisch aus und hält. Hält den ganzen Tag, ne? Also das ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Gab es in der My Little Box. Ich glaube, es gibt es jetzt nicht mehr. Kannst du mit Sicherheit aber auch einzeln kaufen. Was ich auch, oh Mann, das macht mich so fertig. Ich habe bei Amazon, habt ihr gesehen, lief komischerweise bis jetzt, es kam gestern online nicht so gut das Video, was mich wundert, weil ich, Freunde, ich habe wirklich echt hier euch einen Schnapper gefunden. Diese Paletten hier. Amazon, Lamora Dreamy Palette, einmal als Dupe zu der Bronze Palette und einmal das Dupe zu der Glam Palette. Habe ich so ein bisschen aufgetragen in die Cut Crease, in die Lidfalter und den Schimmer benutzt davon. Großartige Formulierung, großartiger Halt, vor allen Dingen die Schimmertöne, unglaublich pigmentiert. Ginger, Heat und Utopia. Das hat nichts mit billigem Make-up zu tun hier. Wenn ihr das swatcht, dann seht ihr sofort diesen multidimensionalen Schimmer, ne? Günstige Lidschatten haben meistens nur ein Schimmerpartikel-Element mit drin. Hier sind wirklich mehrere drin in verschiedenen Farben und verschiedenen Größen, sodass du einfach ein bisschen mehr
Struktur auf dem Lidschatten hast. 11 Euro aktuell, als wenn ich das Video drehe, zumindest ist es sogar nochmal reduziert auf 9 Euro. Großartiges, großartiges Produkt, wenn ihr auf Puderlidschatten mit einer tollen, cremigen Textur steht. Ich habe aber was anderes gefunden, was ich auf meinem Auge trage. Und auch hier geht das so ein bisschen Hand in Hand mit meinem Wunsch, weniger. Ne, keine Lust da stundenlang zu arbeiten. Und zwar war ich nie so ein Fan von Stick-Concealern oder Pot-Concealern, Stick-Lidschatten oder Pot-Lidschatten, Mono-Lidschatten, okay, fand ich immer ganz spannend, aber diese Amazing Double Effect Produkte von Manhattan, großartig. Bohemian Bronze ist mein Favorit. Du hast hier so einen Stift mit einer sehr cremigen Bronzefarbe, habe ich auf meinem beweglichen Lid, und der Vorteil ist, du kannst es ausblenden und du blendest dann aber nur den matten Teil des Lidschattens aus. Ne? Also Schimmer ist ja immer ein bisschen schwierig in der Lidfalte. Du gibst einfach den Schimmer aufs Lid und blendest es dann aus. Kannst ja auch einen Bronzer nehmen oder so. Und hast dann einen richtig schönen Gradient-Effekt in matt rein, in die Lidfalte. Und das ging so schnell, ihr habt es eben in der Aufnahme gesehen, phänomenal. Auf der anderen Seite habt ihr nochmal so einen Highlighting-Stick. Der ist noch cremiger, der ist sehr grob glitzernd, ne? Passt aber farblich sehr gut dazu. Und du kannst dir... ich mache es jetzt nicht auf meinem Auge. Du kannst dir damit, weil die Spitze so präzise ist, einfach eine Cut Crease ziehen und hast eine super scharfe Kontur. Oder als Inner Corner Highlight unter die Augenbraue so ein bisschen verblenden als kleines Brow Highlight. Genial. Super günstig, super affordable. Und ich kenne ja euch als meine Community. Die meisten meiner Community sind nicht 14, sondern ab 30, ein Großteil meiner Community ist über 30, was ich wundervoll finde. Ich weiß, dass viele einfach super stressigen Alltag haben und da ist sowas immer ganz gut, weil es einfach schnell geht und das ist das Wichtigste, es hält. Da kommen wir dann aber zu dem Flop-Video, weil ich ja etwas habe, das ist mir einfach zu kompliziert. Habe ich keine Lust, sowas kann ich nicht empfehlen. Ich habe noch eine Mascara und da ist es die Kombination. Ihr wisst, ich bin immer noch auf der Suche nach der besten Mascara in Braun. Hab ja auch hier die L'Oreal Balm Brown Mascara, die ist aber nicht ganz so braun. So, und dann habt ihr mir empfohlen, dass Charlotte Tilbury eine rote Mascara hat. Die ist wirklich ziemlich, ziemlich rot. Sie geht so ein bisschen in die Kupferrichtung, aber was ich mache, ich nehme mir ein bisschen davon auf meinen Handrücken. Ja, da seht ihr, das ist so ein richtig schönes schokoladiges Braun. Und dann nehme ich die Mascara, die ich an meinem Auge benutze, und nehme das Produkt so ein bisschen auf und habe dann so einen ja schon fast auberginartigen Braunton. Funktioniert phänomenal gut, wenn ihr blaue oder grüne Augen habt. Layert sehr gut, stempelt nicht ab und gibt so einen roten Effekt. Alleine würde ich sie nicht benutzen, habe ich gemacht. Ich sah aus, als wäre ich krank, als hätte ich wirklich, weiß ich nicht, Hepatitis und eine Augenentzündung. Ganz, 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 ganz schlimm, weil es zu rot ist. Außer... du hast so einen krassen roten Look, dann sieht es sehr, sehr cool aus. Alleine ist es irgendwie komisch. Ich würde jetzt auch keine pinke Mascara im Alltag einfach nur so random so tragen. Aber die Kombination aus beiden Farben sehr, sehr gut, einfach um ein bisschen mehr Braun zu geben. Das waren sehr, 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 sehr viele Produkte, die mir diesen Monat sehr gut gefallen haben. Ich glaube, dass ihr mitbekommt langsam, wie sich bei mir alles so ein bisschen auch im Make-up verändert. Ich finde das sehr, sehr spannend zu sehen, weil... Ich habe das Gefühl, ich werde erwachsen. Nicht erwachsen volljährig, sondern ich werde einfach erwachsener. Ich weiß, was ich will und ich weiß vor allen Dingen, was ich nicht will. Das sind Produkte, die mich dabei so ein bisschen unterstützt haben, die mir sehr viel Freude gemacht haben. Und ich bin sehr gespannt, welche Produkte ihr diesen Monat hattet, die euch sehr gut gefallen haben. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaut unbedingt bei Jeproda vorbei. Dort gibt es ab einem Mindestbestellwert von 69 Euro mit meinem Rabattcode, mit dem ihr 20% spart. Dann auch diese wundervolle The Ice Cream gratis mit dazu. Vegane Schneckenschleim-Alternative. Sehr, 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 sehr schön. Jetzt im Winter, wenn ihr trockene Lippen habt. Ich würde sie fast so ein bisschen als Multi-Produkt benennen, weil sie so sticky wird. Und dann hast du eine richtig schöne Grundlage für Make-up. Funktioniert auch gut als Primer. Habe ich genug darüber erzählt, ihr süßen Mäuse. Schaut bei Jeproda gerne vorbei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Egal, wann ihr das Video seht. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.